Meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute zeige ich euch, was mir meine Mama in der Woche gekocht hat, als ich bei ihr in Italien war. Und zwar starten wir mit einem sehr, sehr einfachen Gericht. Es ist aber ultra lecker und es geht wirklich sehr, sehr schnell. Und zwar sind es Gnocchi al Forno. Die Gnocchi hat sie in der frischen Theke gekauft. Sie hat morgens eine leckere Tomatensauce aufgesetzt, hat die Gnocchi gekocht und dann hat sie das Ganze in einer Kasserole geschichtet. Also ihr könnt sehen, erst kommt die Tomatensauce, dann kommt ganz viel frisch geriebener Parmesankäse. Parmigiano Reggiano darf ja in Italien nicht fehlen. Die Gnocchi, wie gesagt, hat sie abgekocht, dann hat sie in den Topf noch Tomatensauce und vorher hat sie noch Provolone in Würfel geschnitten. Der kommt dann auch noch mit in den Topf. Das Ganze wird nochmal ordentlich vermengt und dann kommt das Ganze eben in die Kasserole. Nachdem ich ja kein Fleisch esse, das wisst ihr ja, ich bin ja Vegetarier, meine Mama aber gerne Schinken zum Beispiel zu diesem Gericht isst, hat sie den vorher klein geschnitten, den Schinken, und gibt sich das da eben auf die Seite, damit man das klar unterscheiden kann. Dann kommt da natürlich nochmal frisch geriebener Parmesankäse mit oben drauf. Dann hatten wir noch ein bisschen Provolone, haben wir auch noch mit dazu, und das Ganze kommt dann in den Ofen. Und hier haben wir uns noch so ein bisschen Bruschetta zubereitet, Pistazienpesto. Und hier haue ich mir natürlich nochmal Parmesankäse oben drauf. Ist klar, ist natürlich Geschmackssache, muss man nicht machen, aber ich liebe Parmesan. Und hier ist unser Nachtisch. Ja, ich liebe Pasticcini. Oh mein Gott, ich bin süchtig. Das darf bei mir auch nicht fehlen, wenn ich in Italien bin. Am nächsten Tag hat mir meine Mama tatsächlich mein Leibgericht zubereitet. Ich muss sagen, dass es sehr aufwendig ist, aber meine Mama macht es ultra gerne. Und zwar ist es eine Parmigiana. Parmigiana, das sind Auberginen, die werden quer geschnitten. Und dann ist es eine wirklich ziemlich anstrengende Prozedur. Die müssen nämlich dann erstmal gesalzen werden, damit man ihnen die Feuchtigkeit entzieht. Dann macht man sich so eine Masse aus Ei, Mehl, Wasser, ein bisschen Salz und frittiert sie. Also man legt die dann quasi erstmal in diese Masse ein. Und ihr könnt sehen, meine Mama frittiert sie dann und die sind so ultra lecker, wenn die noch warm sind, auf eine Scheibe Brot. Oh mein Gott, ich muss immer ein bisschen naschen, wenn ich das sehe, was die Mama da zubereitet. Und das Ganze wird dann auch wieder in einer Kasserole geschichtet. Also hier schneidet meine Mama wieder den Provolone in Würfel. Wir hatten noch Tomatensauce vom Vortag. Und das wird dann eben alles, wie gesagt, geschichtet wie eine Lasagne. Zwischen den Schichten kommt eben der Käse. Hier ganz viel Parmesankäse, das darf nicht fehlen. Und ja, nachdem ich so einen Ultra-Hunger hatte und mich schon so drauf gefreut habe, habe ich es vergessen mitzufilmen. Aber ich kann es euch am Abend noch zeigen. Das ist unser Abendessen. So sieht es aus. Und da ist sie eben, die Parmigiana, die Auberginen-Lasagne. Oh mein Gott, ich liebe es. Und hier hat meine Mama noch ganz viele andere Sachen zubereitet. Wir hatten an dem Tag auch Besuch und deshalb, ja, ist da ein bisschen mehr auf dem Tisch. Hier sind noch die Salumi und Mozzarella darf auch nicht fehlen. Frische haben wir noch geholt. Und ja, das war wirklich ultra lecker. Am nächsten Tag hat meine Mama auch wieder was sehr Aufwendiges zubereitet, aber auch das war sehr, sehr lecker. Und zwar gab es mal Kartoffeln zur Abwechslung. Ja, wer hätte es gedacht? Und zwar macht sie wie so eine Art Strudel, aber einen salzigen. Die Kartoffeln hat sie vorher gekocht, dann presst sie die so durch in eine Schüssel, hat verschiedene Zutaten dazu, Eier, Salz, Parmesan, natürlich, logischerweise, darf nicht fehlen. Und dann vermengt sie das Ganze. Ich schreibe euch übrigens alles nochmal unten in die Infobox, also die Mengenangaben, die habe ich jetzt leider nicht im Kopf. Aber wie gesagt, ich schreibe sie euch unten rein. Hier könnt ihr sehen, da kommt dann noch so ein bisschen Butter mit dazu und dann vermengt sie eben das Ganze. Nachdem sie die Masse dann schön durchgeknetet hat und ausgerollt hat, hat sie das Ganze noch belegt. Also ihr könnt sehen, hier ist jetzt wieder Käse und Mangold hat sie mit drauf oder Spinat, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Auf jeden Fall war es ultra, ultra lecker. Und hier hat sie so einen Trick, da nimmt sie eine Frischhaltefolie, um das Ganze dann zu rollen.
Also wie gesagt, es ist ein bisschen tricky. Es ist auch das zweite Mal, dass sie das jetzt erst gemacht hat. Aber wie gesagt, das war ultra lecker. Sie wollte das nochmal ausprobieren. Und Übung macht den Meister, würde ich sagen. Dann wieder die Kasserole, die hat sie ausgelegt mit einem Backpapier und hier ist unser Kartoffelstrudel sozusagen, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch nennt. Ja, hier meine Mama gibt sich wieder ultra viel Mühe, sie liebt es zu kochen, wahrscheinlich habe ich das von ihr. So, man kann es erkennen mit ganz viel Liebe. Dann gibt sie den eben in die Kasserole rein und dann kommt das Ganze einfach in den Ofen. Hab noch was vergessen, bevor es in den Ofen kommt, das Teilchen, macht sie sich hier noch, ja, keine Ahnung wie das heißt, jedenfalls schneidet sie das dann so ein und dann kommt auch noch Öl obendrauf, jawohl. Und so sieht das Ganze jetzt aus, wir hatten an dem Abend Besuch auch wieder, deshalb wieder etwas mehr auf dem Tisch. Und das Teil war wirklich ultra lecker, das werde ich definitiv nachmachen. Ach, da ist noch die Parmigiana vom Vortag. Und Oliven, Käse, Salumi, da ist der Strudel. Das war wirklich richtig lecker. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Und sehr, sehr einfach. Am nächsten Tag gab es einen Brodo Vegetale, also eine vegetarische Minestrone. So sieht das Ganze jetzt aus. Wir hatten noch Parmigiana vom Vortag. Hier ist noch Salat. Und ja, es hat sehr, sehr lecker geschmeckt. Ich muss auch dazu sagen, dass meine Mama seit kurzem eine Zahnspange hat und deshalb die Gerichte eben danach ausgerichtet sind, sagen wir es mal so. Am nächsten Tag gab es einen Minestrone mit Fleisch, hier ganz viel Kartoffeln und Karotten und eben Hähnchen. Und für mich gab es dann dafür aber was anderes und zwar Nudeln mit Pesto. Ja, war sehr, sehr lecker. Wir hatten natürlich noch Mozzarella und gefüllte Peperoni und so weiter. Das darf natürlich auch nicht fehlen. Da ist noch Fenchel. Genau, und es hat ultra lecker geschmeckt. Und am nächsten Tag, hier könnt ihr sehen, eine Zwiebelpizza. Richtig lecker. Hier haben wir wieder eine Art Minestrone mit Nudeln diesmal. Ganz viel Mozzarella. Oh mein Gott, ich liebe Mozzarella. Und hier könnt ihr sehen, wie die Mama das zubereitet. Also sie hat erst eine Suppe aufgesetzt. Hier hat sie jetzt die Nudeln vorher gekocht und hat sie dann noch mit rein. Das war wirklich super lecker. Und auch der Liam, der hat so reingehauen. Der hat ganz, ganz viel gegessen. Da könnt ihr es jetzt noch mal ein bisschen besser sehen. Da sind Bohnen drin und römischer Brokkoli. So heißt es in Italien. Ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt. Auf jeden Fall werde ich auch dieses Gericht definitiv nachkochen. Da kann man es jetzt ganz gut erkennen. Genau, das sind Bohnen drin und eben dieser Brokkoli, Spitzbrokkoli. Ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt. Wie gesagt, der Liam haut rein. Pfeffer darf bei diesem Gericht nicht fehlen. Also der Liam hat natürlich keinen Pfeffer drauf. Und Salat darf bei uns natürlich auch nicht fehlen. Ich brauche das gar nicht dazu zu sagen, glaube ich. Jeder, der mich kennt, weiß, dass es bei uns zu jedem Gericht noch Salat gibt. Meistens Fenchel oder eben das, was da ist. Und natürlich dürfen die Dolcetti nicht fehlen. Da sind sie noch eingepackt. Da ist übrigens eine Stracciatella. Das hat jetzt nichts mit dem Eis zu tun. Das wird aus, ja, wie aus einer Mozzarella gemacht. Ich kann es euch jetzt auch gar nicht so gut erklären. Auf jeden Fall ist das auch ultra lecker. Isst man mit Brot. Und so sieht jetzt unser Abendessen aus. Alles, was vom Mittag noch da war. Und hier hat meine Mama noch Pastina gemacht für den Liam und für sich hat sie Bacala gemacht. Ja, das ist ein Fisch. Den hat sie eingelegt, aber das war ja nichts für mich. Wie gesagt, für uns gab es Pastina für den Liam und für mich. Ja, meine Lieben, das waren jetzt soweit die Gerichte, die die Mama für uns zubereitet hat. Ich liebe es. Meine Mama ist wirklich eine sehr leidenschaftliche Köchin. Sie kennt sich super gut aus und sie macht eben typisch italienische Gerichte. Wie gesagt, ich frage Mama und sie soll mir alle Angaben sagen, die ich euch dann in die Infobox schreibe. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich versuche natürlich alles zu beantworten. Und ansonsten freue ich mich natürlich, dass euer Interesse
zu den Gerichten sehr groß war, eben vor allen Dingen auch auf Instagram. Ich hatte euch ja mitgenommen, als ich in Italien war, aber ihr hattet mich darum gebeten, alles nochmal extra abzufilmen und euch dann eben ein Video auf YouTube online zu stellen. Das habe ich sehr, sehr gerne für euch getan. Ich hoffe, dass was dabei war, vielleicht auch als kleine Inspiration. Falls ihr irgendwas nachmacht, lasst mich das sehr, sehr gerne wissen. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, tschüss!